Portos, der Sprinter. Die gemütliche Franzi, die gerne den Überblick behält. Und der quirlige Rudi, das kleine Energiebündel. Ohne ihre Rasselbande ist für Ingrid und Uli das Wochenende nicht perfekt. Kaum zu glauben, dass diese quietschvergnügten Hunde von einer völlig überforderten Hundesammlerin in Kisten gehalten wurden. Anfangs waren sie so scheu, dass man sie nicht einmal streicheln konnte. Jetzt genießen sie ihren Auslauf, werden gekuschelt und mit Leckerlis verwöhnt. Es sind freiwillige Tierfreunde wie Ingrid, die mithelfen, diese Hunde auf ein neues Zuhause vorzubereiten. Nach einer langen Arbeitswoche das Schönste, was es überhaupt gibt. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Auch mein Knie jetzt, das schmerzt mir. Wenn es ganz stark schmerzt, geht es nicht. Aber das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Samstag, Sonntag, Achinoa, Gassi gehen. Das ist, man kann diesen Tieren so viel geben mit diesen paar Stunden. Das ist einfach für die Tiere schön und auch für mich schön. Im Freien zu sein und das nützlich zu verwenden, dass man auch den Tieren was Gutes tut, das ist eigentlich das, was mir sehr gut gefällt. Man geht ein paar Kilometer und den Hunden ist es auch gut getan. Also das passt schon so. Das ist der Dani und der Zeus. Das sind zwei sehr, sehr liebe Hunde. Das sind zwei von deinen Schützlingen, ja, die du genau. Immer wieder. Wie lange sind die schon hier? Also länger als ich gehe. Ah, ja. So, ewig schon. Und erkennen die dich schon, wenn du kommst? Was geht denn da ab? Erzähl. Naja, sie freuen sich und springen hinter der Tür und warten halt, dass wir sie herausnehmen. Zeitung ist geschaut, sie würden Spaziergängerin brauchen. Und ich habe mir gedacht, das wäre eventuell was für mich und ich probiere es einmal. Und dann hat es angefangen, bin ich dabei geblieben. Hängen geblieben. Genau. Und man kommt nicht mehr weg. Ja. Wie war das bei dir? Ich hab das wahrscheinlich auch irgendwo gelesen und habe mir vorgenommen, wenn ich in Pension gehe, dann werde ich das einmal versuchen. Und ich bin halt auch hängen geblieben. Nicht? Man hat einen Hund, den man betreut und den will man dann nicht im Stich lassen. Und dann wird das zweimal in der Woche, siebenmal in der Woche. Und, ja, und langsam schraubt man es dann wieder etwas herunter mit zunehmendem Alter. 1,5 Jahre hat es gedauert, bis Rudi, Franzi und Portos ihr Vertrauen zu den Menschen wiedergefunden haben. Weniger Glück haben diese Beagle. Sie sind so scheu, dass sie sich von niemandem berühren lassen. Die professionelle Tiertrainerin Susi bemüht sich in ihrer Freizeit, sie mit Futter anzulocken. Und dann gibt es die Senioren, die kaum mehr eine Chance auf Vermittlung haben. Ihr Pensionistenzimmer nennen Werner und Andrea ihre Lieblinge. Die beiden kommen täglich und führen 9 Hunde aus. Genau, ich komme jeden Tag her, gehe mit ihnen spazieren und wenn sie zum Arzt müssen, gehe ich mit, damit eine Vertrauensperson mit ist. Mhm. Und ja, so wie der Nico, der hat ein kaputtes Pfoterl, das müssen wir jeden Tag verbinden, damit wir rausgehen können. Oder wenn sie gebürstet werden müssen oder so wie er die Haare geschnitten werden müssen, das machen wir dann auch, weil es einfach viel einfacher ist von einer Person, die sie kennen und gern haben, als von einem Fremden. Gell, Struppi?
ist ein schönes Gefühl und ein befreiendes Gefühl, wenn man mit den Hunden zusammen ist. Das ist einfach, wie gesagt, Liebe kommt zurück. Ja? Ja, ganz viel Liebe kommt zurück. Ja. 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 Ja, ja. Spazieren gehen, streicheln, bürsten, kleine Kunststücke üben. Ja, die Arche Noah Mitarbeiter hätten dafür wohl kaum Zeit. 750 Hunde und 900 Katzen jährlich müssen betreut und vermittelt werden. Hochbetrieb auch in der Tierklinik. Dr. Luckmann, einer von vier Tierärzten, behandelt gerade Henry, eine Katze mit Schnupfen. Einen Stock höher hat nur einer Zeit zum Chillen und das ist Arche Noah Hauskater Berli. Präsident Herbert Oster, seit 40 Jahren für den Tierschutz aktiv, hat gerade einen verzweifelten Bürgermeister mit einem Hundeproblem am Telefon. Wie viel hat ein Hunde? Jesus Maria. Große, kleine, die traut ja gleich, aber das macht man nichts, die traut ja gleich mit einem Anwalt. Soll ich nicht die Polizei anrufen? Ich brauche ja, die müssen ja, wie soll ich sagen, die müssen eingewiesen werden. Ich darf ja nicht gleich holen, da macht der, der geht sofort zum Gericht. Okay, Herr Bürgermeister, ich rufe jetzt gleich ihn an, bitte. Ja, bitte. Okay, danke, danke, wiederhören. Danke. Naja, und die Spaziergänger sind natürlich ein wertvoller Bestandteil, weil die sitzen ja, besonders die Tiere, die lang da sind, die sitzen ja hinten, sind ja eigentlich auf kleinsten Raum in einem Zwinger drinnen. Das ist nicht gerade das Idealste, aber wir haben natürlich den Vorteil, dass wir alles vergeben. Nicht? Also bei uns kommt ja fast jedes Tier mal irgendwo auf den Platz. Und das ist der Unterschied zwischen Leuten, die sagen, ja, ich sind ja die Viecher auch eingesperrt. Ja, zeitlang schon. Nicht? Also die Spaziergänge sind ein wertvoller Bestandteil des Tierschutzes, müssen sich natürlich an die Hausordnung halten. Wann zurück, über Mittag nicht hinaus, wenn sie voll den Magen haben, nicht gehen, weil da gibt es die Magendrehung, das muss man operieren, das ist nicht gut und so weiter. Inzwischen machen die ehrenamtlichen Spaziergeher ihre Runden. Sie kommen bei jedem Wetter. Es sind Akademiker, Pensionisten, Schüler. Die freuen sich dann richtig, wenn sie rauskommen. Und deshalb ist die Freude kriegt man so von den Hunden. Und da braucht man denen gar nicht mit Leckerlis belohnen, sondern einfach mit der Liebe, die man denen schenkt in der kurzen Zeit. Und ich finde, es ist für uns auch gut, weil wir kommen dann auch raus. Ja. So, und das ist auch eine gute Freizeitbeschäftigung. Ja, also wir kommen aus und die Hunde auch. Also haben wir eigentlich beide was davon. Weil für Sport reicht es nicht in der Freizeit. Und dann denken wir uns so, wir tun uns was Gutes, dann tun wir was auch für unsere Figur oder so. Ja. Und die Hunde, die schenken uns dann so viel Liebe und so viel Dankbarkeit. Und ich finde, das ist das Schönste an allem. Ich bin wirklich bei jedem Wetter draußen, weil es ist ja egal, ob es regnet, schneit oder heiß ist. Und dadurch wird man irgendwie auch abgehärtet. Ich habe kaum einmal eine Verkühlung. Ist das ein Problem, dass man wieder rauskommt quasi nach dem Spazierengehen? Wollen Sie ja, alle nicht weil wieder? Die Ziege ziemlich Verlustangst hat und sich denkt, es wäre besser, wenn ich doch da bleiben würde. Aber mit einem Leckerli geht alles. Und am Ende des Tages heißt es für die Hunde zwar zurück in den Zwinger, aber sie hoffen und träumen, dass auch morgen wieder ihre Menschen kommen, um ihnen eine Gassi-Runde Glück zu schenken.